Was tun die da? Was gucke ich mir hier an? Die haben sich das ganze Zeug jetzt reingepfiffen und haben keinen Stern bekommen. Ich habe vor ein paar Tagen auf DSDS reagiert. Ja, ich kann es euch sagen. Von den Melonen. Und ja, wie soll ich sagen, DSDS ist nicht die einzige Show, die man im Moment viel in den YouTube-Trends findet und so weiter und so fort. Denn im Moment läuft auch Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Und da ich mir von dieser Serie diesmal noch gar nichts angeguckt habe, habe ich mir mal gedacht, so reagieren wir heute zusammen auf die Show. Yay. So, und schon sind wir auch drinne. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Kanal von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und sehen, dass hier die Sachen hochgeladen werden. Leute, früher wurden die Sachen noch nicht hochgeladen, letztes Jahr und so. Deswegen sind die jetzt auch in den, so viel in den Trends, weil davor haben sie es halt noch gar nicht gemacht. Und ja, jetzt sind die ganzen Trends da voll mit DSDS und Dschungelcamp. Warum läuft das eigentlich immer zeitgleich? Ja, aus Gründen. Ja, Freunde, und wir starten direkt ins erste Video. Und zwar die Videos, die ich mir am liebsten gar nicht gerne angucke. Also Leute, wenn ihr gerade irgendwas esst oder so, legt das Essen lieber beiseite, weil jetzt pfeifen die sich hier irgendwas rein. Ich bin kein Dschungelcamp-Gucker, ja. Ich gucke mir das nicht gerne an, weil ich ja sehr darauf reagiere und mir das nicht angucken kann, beziehungsweise da auch nicht sowas essen könnte. Aber ja. Jetzt mal für euch kann man sich das ja mal angucken. Ihr kennt das sowieso alle, ihr guckt das doch, oder? Dschungelkantine. Als die Salami. An dieser Stelle denke ich mir auch wirklich gerade, ich bin ein Star, holt mich heraus. Ich hab keinen Bock mehr, das mehr weiter anzugucken. Was essen die da bitte? Stierpenis. Stier? Okay, okay, also die pfeifen sich das jetzt tatsächlich an. Ich glaube, sie müssen es komplett aufessen. Wirkt die da rechts jetzt? Steckt sie sich jetzt einen Finger in den Hals oder was? Achso, sie hat sich das hinten in den Hals reingesteckt. Ich hab gedacht, die. Was denkt denn der Magen, wenn er sowas in den Magen bekommt? Ja, ja. Ja, jetzt nicht wirken. Ja, wollte ich gerade sagen, nicht würgen jetzt. Jetzt kau, weil der Mund muss leer sein. Und das, was da auf dem Teller liegt, muss auch noch. 15 Sekunden noch. Oh mein Gott, Leute, das kann ich mir nicht weiter angucken. Wir spulen mal ein bisschen weiter vor. Das war der härteste Penis, den ich je gewonnen habe. Hat sie jetzt nicht gerade gesagt. Nö. Der Koch im Hintergrund denkt sich auch, ah, das war mal eine geile Kost, oder? Er ist richtig stolz auf seine Kost, die er da auch zubereitet hat. Irgendwelche Mehlwürmer-Kram. Bastian auch kein Stern. Die haben sich das ganze Zeug jetzt reingepfiffen und haben keinen Stern bekommen. Denn hätten sie es doch von Anfang an auch direkt lassen können. Okay, das kann man ja nicht wissen. Aber das ist schon verdammt ärgerlich, wenn du am Ende gar nichts dafür bekommst. Leute, so was essen sie als nächstes? Da bin ich mal gespannt. Das ist richtig schlimm. Das ist nicht so schön. Da hätte ich persönlich jetzt nicht so viel Hunger drauf. Oh mein Gott, ich weiß schon, warum ich diese Serie nicht gucke, Leute, ja. Also, die gucken viele Leute. Ich weiß, weil sie ja wahrscheinlich so ein bisschen, ja, dies, das. Interessant ist, wie die Leute sich da die ganzen Sachen reinpfeifen, aber, Alter, mir kommt es ja echt schon hoch, so wenn ich da nur zugucke. Ich weiß schon, warum ich das nicht gucke. Was ist das schon wieder? Stell dir mal vor, ihr wärt so in der Schulkantine und da gibt es sowas zu essen. Dann, die Zeit läuft ab jetzt. Was tun die sich da an? Wie viel Geld bekommen die dafür, dass die sich sowas antun? Mann, wer ist überhaupt in diesem Camp? Da müssen wir mal reingucken, wer ist da überhaupt drin? Ich habe keine Ahnung. Okay, Sibylle Rauch? Kenne ich nicht. Doreen Dietl? Kenne ich nicht. Ich kenne nur einen und zwar diesen Bastian Jotta. Den kenne ich so irgendwie auch aus einer Fernsehserie, wo er irgendwie mit Autos geprotzt hat und so weiter, weil er irgendwie so ein Millionär ist. Also ich kenne eine Person von allen Teilnehmern und diese Person kenne ich nicht mal richtig gut. Geil. Kennt ihr die Leute da draus? Oh mein Gott. 12 Teilnehmer und ich kenne einen davon. Und den nicht mal richtig gut. Den kenne ich auch nur ganz flüchtig. Ich wüsste nicht mal seinen Namen, glaube ich. Doch den Nachnamen irgendwie Jotta kommt mir bekannt vor. Aber ganz ehrlich, sonst WTF. Das dürfte nicht heißen, ich bin ein Star, holt mich heraus, sondern ich bin ein unbekannter Dude, holt mich heraus. El Mago präsentiert, ich bin ein unbekannter Dude, holt mich heraus.
So, okay, die müssen jetzt, die sind jetzt tatsächlich in diesem Container und sind jetzt mit diesem Kopf, nur mit dem Kopf. Also, die erste Spülung ist Kuhurin. So Leute, zwischendrin einmal die Grüße, sonst halte ich das nicht weiter aus. Grüße gehen raus an die Malgangster, die FNAF Boys Trollers, an Einhornprinzessin, an Marafatu, Alidu und den ersten Kommentar im letzten Video hast du geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch gegrüßt werden willst, schreib einfach einen Kommentar oder sei im nächsten Video der erste Kommentar, Leute. Ihr wisst ja, wie es geht und dann werdet ihr vielleicht im nächsten Video gegrüßt. Haut rein, ja. Weiter geht's mit dem Video. Leider. Chillen die da gerade jetzt mit ihrem Kopf in so einer Bahn und da kommt jetzt Kuhurin voll in deren Gesicht. Kuhurin, ja, also wie der Name schon sagt, Urin von einer Kuh. Richtig. Seid ihr bereit? Nein. Wer denkt sich sowas aus? Da sitzen ja richtig, also Regisseure von Horrorfilmen bewundere ich ja manchmal, ne? Aber die Macher vom Dschungelcamp, die sitzen im Büro und denken sich so eine Sache aus. Wie können wir möglichst eklige Dinge für den Menschen machen, ja? Sodass er so richtig kotzen muss am Ende. Zum Beispiel stecken die Köpfe in so einer Bahn und da kommt Kuhurin runter. Und das war der erste Durchgang. Das war der erste Durchgang. Was kommt da jetzt bitte noch? Vorbei. Kein Stern. Aber du solltest doch rufen, dass die Links kommen, was? Oh Mann, Alter. Was kommt als nächstes? Ist mir egal. Es ist... Verrottete Tomaten. Okay, als nächstes kommen verrottete Tomaten. Seid ihr bereit? Ja. Na dann los. Verrottete Tomaten stelle ich mir jetzt nicht so schlimm vor. Oh, ist das viel. Okay, sie muss würgen. Ja, da kommen dann auch die Fliegen an, Leute. Oh, ich krieg Kopfschmerzen davon. Was? Was? Dschungelschleim, was soll ein Dschungelschleim sein? Keine Ahnung, was Dschungelschleim sein soll, aber vielleicht irgendwie... guckt euch mal die Abfälle an. Giselle, du hast einen! Sie hat jetzt ja gerade nicht da ihren Stern verloren, den sie in der Hand hatte, ne? Ich muss mir nichts weiter angucken, weil mir wird wirklich ein bisschen übel davon. Also ich muss jetzt nicht spucken, aber mir... Also ich merke das richtig im Hals und hier, wie richtig schlecht mir wird. Deswegen, Leute, reicht mir das jetzt, Leute? Guckt ihr Dschungelcamp? Schreibt's mal in die Kommentare. Das war auf jeden Fall für mich genug, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr noch nicht in der Margang seid. Ja, ich bin nämlich Imago, wir alle sind die Margang. Und abonnieren kannst du auch ganz schnell, einfach ganz schnell hier. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du meinen neuesten Upload. Klickt irgendwo drauf, seid aktiv, seid richtige Margangster. Wir sehen uns in einem neuen Video. Haut rein, bis dann, ciao, ciao. Euer Imago.